Liebe Linke, am 5.6. beginnt die Partei Die Linke mit dem Haustürwahlkampf. Haustürwahlkampf bedeutet, direkt mit den Leuten in Kontakt zu treten, ihre Freude zu sehen, wenn sie die Tür aufmachen und uns davor sehen, mit denen sie endlich mal diskutieren können über Politik, über ihren Alltag. Und genau das ist es, was wir wollen für eine starke Linke im Bundestag. Am 26.09. Wir diskutieren in der Partei oft, was den Menschen wichtig ist und was unsere Schwerpunktthemen im Wahlkampf sind. Fragen wir sie doch einfach. Gehen wir zu den Haustüren, reden wir mit den Menschen, gehen wir hin, hören wir zu und deshalb auf in den Haustürwahlkampf. Lasst uns das jetzt starten, liebe Genossinnen und Genossen. Bei uns auf dem Land sind die Leute total unzufrieden. Die verstehen einfach nicht mehr, was passiert in Erfurt, was ist in Berlin los. Und da ist die Unzufriedenheit extrem groß. Und deswegen ist es wichtig, mit den Menschen zu reden, ihnen Politik zu erklären und einfach deutlich zu machen, warum es wichtig ist, im Gespräch zu bleiben. Daher machen wir Haustürwahlkampf. Ich bin da gerne mit dabei, weil wir können die Menschen nicht alleine überlassen oder sich selbst überlassen, sondern wir sind dafür da, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Hier in Chemnitz gibt es ein paar Wohngebiete. Da haben wir gedacht, da können wir doch nicht hingehen. Da passiert doch nur Ärger für uns. Doch dann sind wir hingegangen. Es war wirklich Wahnsinn, wie sich die Leute gefreut haben, dass wir da sind. Wir haben stundenlang an tausenden Haustüren mit ihnen Gespräche geführt über Politik. Ich bin in Konstanz fast Oberbürgermeister geworden, auch weil wir systematisch Haustürwahlkampf betrieben haben. Gerade in Zeiten von Corona war das ein wichtiges Mittel, um Menschen zu erreichen. Wir können mit Haustürwahlkampf Wahlen gewinnen und Menschen, die wir an den Türen begegnen, auch für zukünftige Projekte erreichen. Deswegen bin ich beim Haustürwahlkampf dabei. Beim Haustürwahlkampf, da bin ich dabei. Beim Haustürwahlkampf bin ich dabei.